Hallo, heute mal leider Grippe geplagt, ein Video aus meinem Schlafzimmer und ich habe mir da überlegt, was macht man da, was macht man als Geschenk von Bushcrafter zu Bushcrafter, und da bin ich auf ein paar witzige Gimmicks gekommen, ein paar wirklich gute Tools, sprich auch Messer. Die wollte ich euch vorstellen. Hier habe ich zum einen von der Firma Meru einen Kompass, der sich auch als Zipper für einen Reißverschluss anbringen lässt. Und der ist, nachdem ich das mit meinem Standardkompass nachgemessen habe oder nachgeprüft habe, ist der sehr akkurat eingenordet. Und der kostete bei Globetrotter 1,95 €. Und ich finde, das als Geschenk ist das eine witzige Sache. So, Meru Kompass Zipper Black 1,95 €. Als zweites, wenn man bei den Kompassen bleibt, habe ich bei eBay einen Kompass entdeckt. Und das ist auch gleichzeitig ein Karabinerhaken. Den benutze ich an meinem Schlüsselbund als Karabinerhaken, um die ganzen Schlüssel anstelle von Schlüsselringen zusammenzuhalten. Und ich habe einen meiner Freundin geschenkt und die fand das cool. Naja, ich habe auch keine ganz normale Freundin. So, und der kostete, ich glaube, auch 2 €. Dann habe ich mir direkt 6 bestellt und habe auch schon ein paar verschenkt. Nettes Gimmick. Dann habe ich hier einen Dosenöffner, wie ihn die US-Armee schon seit dem Zweiten Weltkrieg benutzt, und den gibt es in vielen Outdoor-Geschäften, Bundeswehr-Shops, in der Regel zwischen 1 und 2 Euro. Macht hier ein bisschen Klebeband rum, dann hält das auch zusammen. Und dann lässt sich, hier ist ein Loch, damit man das sehen kann, lässt sich dann auch als am Schlüssel rund tragen. So, als, ja, für die Leute, die gerne im Wald kochen, habe ich hier von Primus einen Salz- und Pfefferstreuer, und es lässt sich noch ein weiteres Gewürzmittel hinzufügen. Man sehen kann, hier sind 3 Öffnungen. Ja. Hier habe ich das Salz drin. Hier habe ich den Pfeffer drin und hier habe ich den Knoblauch drin. Und der kostete bei Globetrotter, ich glaube, 2,49 Euro oder 3 Euro. Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, aber auf die Prozent kommt es ja nicht an. Dann habe ich hier so eine Art Multitool, falls man das so nennen kann. Da ist zum einen eine Anzeige für die Temperatur. Da ist ein kleiner Kompass dran. Hier ist eine Taschenlampe, oder man könnte sie auch zum Signale geben benutzen, da sie nicht auf Dauer geschaltet bleibt, sondern sobald man sie loslässt, geht auch das Licht aus. Also wäre das gut zum Morsen. Dann wiederum hat sie eine Trillerpfeife. Kann das hier aufschrauben, hat man hier einen kleinen Signalspiegel, oder auch um zu gucken, ob man sich irgendwo geschnitten hat im Gesicht, und eine kleine Lupe, die einem bei gutem Wetter auch hilft, ein Feuer zu entfachen. Das kostete 3,95 €. Finde ich, das ist ein wirklich lustiges Gadget.
dann komme ich zu einem, das habe ich schon mehrfach in einem Waldvideos vorgestellt, und zwar hat das hier eine Anzeige für Temperatur unten und Luftfeuchtigkeit oben. Hat hier einen Signalspiegel, wiederum auch zum Gucken, ob man sich geschnitten hat oder so, also um das Gesicht zu überprüfen. Hat hier eine Lupe drin. Eine Wasserwaage, wozu man die braucht. Ein Kompass. Auch wiederum eine Taschenlampe. Und dann haben wir hier, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das rauskriege, weil das ist ein bisschen schlecht angebracht worden von dieser Firma, die das gemacht hat, aber wenn man ein Messer oder irgendwas dabei hat, ein kleines Multitool, dann kann man das rausholen. Hat eine kleine Pfeife drin. Die ist schon ziemlich laut. Und hier, jetzt kommt der Gag. Das hat damit zu tun, ein kleiner Firestriker mit einem klitzekleinen Firestick. Und der funktioniert. Achtung. Und dieses witzige Gadget habe ich auch bei eBay gefunden für, ich glaube, ich habe damals 6 Stück bestellt und habe 20 Euro mit Versand bezahlt. Müsst ihr mal gucken unter Survival Tools. Also was das hier und dieses, das hier angeht, müsst ihr mal unter Survival Tools bei eBay gucken. So. Also ich glaube, ich habe schon 3 Stück verschenkt. Eins habe ich im Rucksack. Eins habe ich noch auf Reserve und das hier stelle ich euch gerade vor. So, dann kommen wir zu etwas, das habe ich jetzt gerade eben benutzt. Und das ist von Pearl. Und ich hatte mir neulich von Pearl den Katalog angeguckt. Und dann kam ich auf der Seite, wo dieses Ei da vorgestellt wurde. Und meine Freundin sagte, das ist ja mal cool. Da habe ich gedacht, okay, wenn du das so cool findest, dann kaufe ich dir das. Und das ist ein klitzekleines Multitool. Sogar mit einer Feder. Ja, was das hier sein soll, ja, eine kleine Feile. Das war eigentlich ziemlich sinnlos. Ein kleiner Schraubenzieher. Eine kleine Ahle. Und sogar ein kleiner Kreuzschlitz-Schraubenzieher. So, und das zusammengefaltet. Muss man hier vorne wieder zusammendrücken. Kann dann an den Schlüsselbund. Und dass meine Freundin so cool fand, kriegt sie das auch morgen von mir geschenkt. Obwohl die keinen Geburtstag hat. Und des Weiteren komme ich zu etwas, wo ich sage, das finde ich auch wieder ganz witzig, weil das passt eigentlich nicht zu den Bushcraftern, aber zu den urbanen kleinen Verrückten, die im Büro arbeiten. Und das ist das hier, das ist von der Firma True Utility. Ich stehe es mal rum, dann kann man es erkennen. Das ist ein Spork. So. Den dreht man auf. Dann hat man einen Gaffel. Lässt sich dann auch diesen kleinen Karabinerhaken an einem Schlüsselbund befestigen. Und ist eigentlich eher so als witziges Gadget gedacht für ja, die Bürohengste. Und euch. Ich bin ja keiner.
so für den richtigen Outdoor-Enthusiasten ist das wohl weniger geeignet, weil diese Zinken hier, da kann man nicht wirklich viel mit aufheben und ja, dieser Gürtel, der nimmt ein bisschen mehr auf als ein Teelöffel. Aber als witziges Gadget finde ich den ganz niedlich und der kostet auch nur, ich glaube, 6 Euro bei Globetrotter. Könnt ihr mal nachgucken. So, und dann kommen wir zu den wirklich guten Sachen. Da ist zum einen eine Axt für 6,95 Euro. Die bekommt man bei dem Baumarkt B1. Müsst ihr mal im Internet gucken, ob der bei euch in der Nähe zu finden ist. Meine Lieblingsaxt von der Firma Helco. Da müsst ihr euch allerdings mal auf dem Flohmarkt bemühen oder bei Amazon gucken. Die habe ich für 10 Euro auf dem Flohmarkt erstanden. Dann wiederum, zum Beispiel, im Baumarkt gibt es jetzt mittlerweile auch diese Mora Clipper zu kaufen für 6,95 oder 7,95. Und hier so eine Klappsäge. Die gab es bei Kodi für 3,95. So, und das sind ein paar nette Gadgets oder Tools für von Bushcrafter für Bushcrafter zum Geburtstag oder sonstige oder als Gastgeschenke, die ich ganz niedlich fand. Also diese hier, das sind ja schon eher ernsthaftere Sachen. So, das war's von mir für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Bushcraften. Wir sehen uns im nächsten Video. Bewertungen, Kommentare und Subscriber sind gerne gesehen. Tschüss.